Freunde, in dem heutigen Video sind wir aus dem coolsten Gefängnis überhaupt ausgebrochen. Das war das Gefängnis von dem Polizeimädchen. Aber Leute, das war wirklich nicht einfach. Wir mussten echt coole Rätsel lösen, mehrere Aufgaben meistern und noch ein paar Kämpfe gewinnen. Also Freunde, das war echt ein actionreiches Video. Also Leute, schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Wir sind hier in dem Gefängnis von der bösen Polizistin. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das Mädchen hier heißt. Vielleicht ist es ja auch die Schwester von Barry, Freunde. Irgendwie hat die schon ein paar Ähnlichkeiten mit Barry. Naja, Freunde, wir wissen Bescheid. Wir nehmen auf jeden Fall die schwere Schwierigkeit, so wie immer, Freunde. Wir sind ja keine Profis. Und hier in der Zelle haben wir auch die Lamy Army. Ey, was geht ab, ey? Oh, Moment mal. Hä? Was geht denn hier ab? Was ist denn mit dem Polizisten passiert? Der hat da überall Knutschflecke. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Online-Data hier? Okay, Freunde. Man kann hier auf jeden Fall sammeln? Hä, wie sammeln? Aha, ich kann also der Polizist sein, aber Freunde, wie ihr seht, ich habe einfach keine Bubuks mehr. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, damit ich wieder Bubuks habe. Oh Gott, okay, hier haben wir einen Kuchen. Oha, wir können ihn einfach essen. Ja, ich habe einen Löffel vom Kuchen ausgegraben. Ja, okay, wo muss ich jetzt hin? Okay, verstehe, wir müssen hier mit dem Löffel runtergraben und... Ey, was geht denn hier ab? Sind das so Laser? Moment mal. Hier kann man wirklich Laser kaufen. Ey, warum habe ich jetzt keine Baumax, Mann? Ich hätte so gerne diesen Laser oder diesen Helikopter. Oh Mann, Freunde. Ein Like gleich ein Bubux für Lamy. So, aber Freunde, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Oha. Ja, okay, Freunde. Wir müssen auf jeden Fall am Ende die Obby bewerten. Und es sieht eigentlich ganz cool aus hier. Und Freunde, bevor ihr euch wundert, warum meine Stimme so ein bisschen anders ist, das liegt daran... Wow! Dass meine Nase zu ist. Wow, okay, Moment mal, hä, wo kommt ihr denn her? Wir gehen einfach mal hier hoch, durch den Lüftungsschacht, wie auch bei jeder anderen Obby. Leute, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wirklich, bei jeder Obby, die wir spielen, ist immer ein Lüftungsschacht dabei, wo wir durch müssen. Das ist ziemlich typisch für eine Obby. Okay, was gibt es hier? Oha, die hat mich einfach runtergeschubst, nein! Mann, kleines Bacon-Mädchen hier, Moment mal, ich komme... Jo, was geht mit dem Polizeimädchen ab, ey? Die ist da einfach am Durchdrehen im Lüftungsschacht. Okay, Freunde, wir gehen einfach mal hier nach unten und drücken diesen Knopf hier. So, okidoki. Aber Moment mal, Freunde, was müssen wir bei jedem Lamy Gaming Video immer machen? Ganz genau, den Cape Check! Okay, wir haben hier auf jeden Fall die Sailor ist schlau. Sie hat auf jeden Fall den Lamy-Merch, aber leider kein Lamy-Cape. Ich glaube, dafür haben die Bubuks nicht gereicht. Aber Freunde, ihr kennt mich ja. Ich werde jedem, der hier in der Aufnahme dabei ist, auf jeden Fall am Ende Bubuks geben. Und wir haben hier Lamy_stinkt_nicht. Und was ist das hier für ein fresher Skin? Yo. 10 von 10, würde ich mal sagen, mit dem neuen Lamys Döner-Merch. Und das Gesicht, das passt auch. Das sieht so aus, als würde er gerade, ja, ihr wisst schon. Okay, hier haben wir I am Lamy's Cutie 7 und er hat auch einen sehr, sehr freshen Skin hier mit dem Lamy Cape und dem Lamy's Döner Merch. Und hier haben wir einfach die Jasmin liebt Lamy, so ein süßer Name, aber sie hat einfach nur den Bacon Skin. Freunde, sie hat, glaube ich, keine Bubuks und wir müssen ihr auf jeden Fall am Ende ganz, ganz viele Bubuks geben, damit die ihren Skin upgraden kann. Das war auf jeden Fall der Cape Check und wir müssen jetzt erstmal weiterlaufen. Let's go! Ja, durch den Lüftungsschacht und... Hä? Lol, wie cool sieht das denn aus, Freunde? Hä, wie cool sieht das aus, wie ich fliege? Yeah! So, einmal hier reinfliegen. Okay, und... Hä? Hä? Was ist das denn? Hä, das sind Bilder von mir. Und das Polizeimädchen schlägt einfach auf die Bilder. Ey, lass meine Bilder in Ruhe. Das sind meine schönen Selfies. Oh Gott. Okay, Freunde, wir gehen hier einfach mal weiter durch die Laser. So, und... Oh. Nein. Was ist das denn jetzt hier? Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Die hat mich verprügelt. Okay, Freunde, noch einmal wird sie mich nicht erwischen. Wir laufen direkt mal hier nach oben. So, okay, dann über diese Laser hier. Warte mal, was? Hä? Das Mädchen kann einfach hier hochlaufen. Was ist denn mit ihr los? Okay, Freunde, sie ist jetzt auf jeden Fall da unten. Sehr gut, wir haben sie abgehängt.
Dann gehen wir einmal hier durch und drücken diesen Knopf hier. Tada. Und perfekt. Einmal nach da vorne laufen. Dieser Typ hier leckt hier ganz doll. Alles okay mit dem Internet? Hallo, lebst du noch? Naja, wie auch immer. Ich hoffe mal, er wird wegen seinem Internet hier nicht rausgekickt. So, okay, wo sind wir hier? Was ist das hier? Wir sehen dich auf der Kamera, steht da. Okay. Eine Kamera, zweite Kameras, dritte Kameras. Wie viele Kameras wollen hier noch sein? Oh mein Gott. Und, okay, wir sind drüben. Sehr gut. Oha, was geht denn hier ab? Hallo? Hä? Was geht mit dir? Was ist das denn für ein Cowboy hier? Weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Ich drück mal auf den Stuhl. Hä? Oh mein Gott. Ah, wir müssen uns mit den Stuhlen so eine kleine Leiter bauen. Ey, lass meinen Stuhl in Ruhe. So, Freunde. Zack. Und, okay, irgendwie klappt das nicht mit dem Stuhl. Wisst ihr was, Freunde? Ich benutze euch als Leiter. So, komm schon. Ja! Easy peasy, Larmi Army, Räuberleiter. Oh Mann, wer braucht denn bitte diese Stühle hier? Okay, jetzt müssen wir eine Brücke bauen. Freunde, ich muss wirklich sagen, die Obby ist ziemlich, ziemlich gut bis jetzt. Also, Freunde, ihr wisst ja, am Ende müssen wir immer bewerten. Und bis jetzt finde ich die Obby echt gut, muss ich sagen. So, ich mag auch diese ganzen Interaktionen, die man machen muss. Also mit den Aufgaben, die man hier hat. Also eine Brücke bauen, eine Leiter bauen und sowas. Freunde, sowas gehört bei jeder Obby einfach dazu. So, was gibt es hier? Oh, was ist das denn? Einfach ein Riesenhaufen. Wer hat den denn hier hingemacht? Ich glaube, das war Ray, oder? Der hat hier einen riesen Haufen hingemacht. Uiuiui, Freunde, wir gehen hier einfach mal weiter. Sorry, Burrito? Hä, wie sorry, Burrito? Was will der mir damit sagen? Hat er einen dicken Burrito gelegt? Okay, das Polizeimädchen war hier auf dem Jungsklo. Ey, kleines Sassy, das ist das Jungsklo hier. Oder war das das Mädchenklo? Naja, wie auch immer, Freunde. Wir gehen hier einfach mal weiter. Und wer sind die denn eigentlich? Hä? Oma und Opa Polizist? Okay, Freunde, wir ignorieren die einfach mal und gehen einfach weiter. So, sehr gut. Wir drücken den Knopf. Und perfekt, Freunde. Ich muss wirklich sagen, die Obby sieht ziemlich nice aus. Oha. Okay, sehr gut. Aber, Freunde, jetzt habe ich mal eine spannende Frage an euch. Und zwar, habt ihr mal im echten Leben ein Gefängnis gesehen? Also, habt ihr mal so einen Rundgang gemacht durchs Gefängnis? Ich habe das damals mit meiner Schule gemacht. Und ich muss wirklich sagen, im Gefängnis, da will ich eigentlich ungern landen. Also, Freunde, seid immer brav und nett und landet nicht im Gefängnis. Ganz, ganz wichtig. Aber, Leute, jetzt mal ohne Witz. Ihr könnt mich ins jedes Roblox-Gefängnis stecken. Ich werde bei jedem Gefängnis ausbrechen können. Ihr wisst ja, ich bin der Obby-Profi. Und auch hier aus diesem Gefängnis kann ich easy peasy ausbrechen. Hä? Oha! Nein, der hat mich einfach runtergeschubst. Ey, Frechdachs! Ja, diesmal kann mich keiner hier runterschubsen. Und, ja. Oh mein Gott. Okay, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Hä? Warte mal. Wo müssen wir lang? Da lang durch den Lüftungsschacht oder hier lang? Hallo? Hä, was geht denn hier ab? Ich glaube, das ist so ein geheimer Weg hier. Eine geheime Obby. Okay, Freunde, wir gehen mal hier durch. So, und wir haben hier einen Pokal. Hä, was ist das denn für ein Pokal? Einfach so ein grüner Schleimpokal oder so. Eine Smaragd-Trophäe. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Abzeichen dafür bekommen. Sehr gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und folgen dem richtigen Weg hier durch. So, und perfekt. Dann wollen wir mal. Okay, ich bin mal gespannt. Oh, oh. Ob wir am Ende nochmal gegen das Polizeimädchen kämpfen müssen, da bin ich sehr gespannt. Und, was geht mit dem ab? Will er hier raus? Okay, mein Freund, komm raus! Ja! Oh mein Gott, was? Hey Leute, irgendwas ist da schief gegangen, Freunde. Ich mach das hier nochmal auf. So, und was macht er jetzt? Der kämpft mit ihr! Oh mein Gott, der kämpft wirklich mit ihr! Ich lasse die ganzen Gefangenen hier raus und die kämpfen mit dem Mädchen! Na los! Oh mein Gott, nein! Noch einer? Komm schon, geh raus und verprügel das Mädchen! Und... ja! Oha! Okay, Freunde, nimm das! Oh, warte mal, die hat einen Schlüssel fallen lassen. Okay, Freunde, den nehmen wir einfach mal und tun ihn hier einmal rein. Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, das war ja mal richtig gut gemacht. Sowas habe ich noch nie bei einer Obby gesehen. Also echt, das kommt in die Bewertung rein. Also bis jetzt ist die Obby eine 10 von 10. Das ist ja mal klar, oder, Freunde? Okay. Wir setzen uns mal hier in den Zug rein und let's go! Auf geht's mit der Lokomotive hier! Und wir sind, angekommen. Oha, was ist das denn hier für ein Graffiti? Alter, okay. Da hat jemand hier am Bahnhof rumgesprüht, aber
Ein richtiges Meisterwerk ist es geworden. Das ist auf jeden Fall das Polizeimädchen. Freunde, wir sollten mal endlich hier aus dem Gefängnis ausbrechen, weil ich habe langsam keinen Bock mehr auf die... Was ist das denn? Hä? Wer ist sie denn? Hä? Wer ist sie denn jetzt? Das ist ein anderes Polizeimädchen. Ist das vielleicht die kleine Schwester oder so? Ach, keine Ahnung, Freunde. Wir laufen einfach mal hier nach oben. So. Hä? Wie hat die mich bekommen? Hä, das ergibt gar keinen Sinn, Freunde. So. Okay, Leute, wir laufen jetzt los. Kannst du hier durch? So, zack und zack und... Nein, nein, nein. Jetzt bekommst du mich nicht. Auf gar keinen Fall. Und wir sind hier durch. Let's go. Durch den 100. Lüftungsschacht. Hier erstmal durch. Und hier schon wieder so eine Stage. Was ist mit meinem Arm los? Wie sehe ich denn aus? Hä, das sieht mega lustig aus. Okay, Freunde. Oh, nicht in den Laser. So, vorsichtig, vorsichtig. Und hier rüber. Alter, das sieht so süß aus mit den Armen hier. Aber, Freunde, wir haben es gleich geschafft. Noch ein bisschen. Ich glaube, da hinten ist auch schon die Tür zu der nächsten Stage. So, und wir sind durch. Ab durch, ja, den 1000. Lüftung geschafft. Hier geht's dann einmal runter und... Huh? Wo sind wir hier? Hallo? Oh mein Gott, wer ist das denn? Wer ist das denn jetzt? Noch ein nächstes Polizeimädchen, aber die ist irgendwie mega dick. Ich glaube, das ist die Schwester von Barry. Also, naja, ich glaube, ich habe da auch eine kleine Pistole gesehen oder so. Freunde, ich nehme mir die mal. So, und... Okay, du willst also kämpfen? Nimm das! Oh mein Gott, wir schießen sie einfach mit Burger ab! Nein! Sie hat mich aufgegessen. Oh, diesmal hast du keine Chance gegen mich. Hallo? Hallo? Oh, jetzt! Okay, Freunde, wir schießen sie ab! Und komm schon! Nein, 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 nein! Hä? Freunde, wie soll ich sie denn bitte besiegen auf so einem engen Raum? Das ist unmöglich! Oh, ich gehe jetzt hier sofort in die Ecke. Okay, Freunde... So, komm schon. Oh, ja, ich hab sie. Oh, sie hat sich irgendwie in einen Pancake verwandelt. Oh, oder in einen Schlüssel. So, das geht auf, Freunde. Den Schlüssel nehmen wir mal. Alter, was hat sie hier gefuttert? Jo, okay, das sieht schon ein bisschen ungesund aus. Naja, wir gehen hier mal mit dem Schlüssel durch. Und let's go. Oha, Freunde, das war also noch nicht das Ende. Und hier ist einfach eine Mario Kart Stage. Hä, wie cool ist das denn? Ich liebe das. Oh mein Gott, Leute. Lol, habt ihr das gesehen? Moment mal, ich springe jetzt mal und achtet auf die Räder. Was passiert mit den Rädern? Okay, Leute, das Auto verwandelt sich einfach in so ein kleines Flugzeug. So, aber ziemlich fresh gemacht, Leute. Also ich muss wirklich sagen, die Obby ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Oha, wie cool sieht das denn aus? Hier mit so einer Röhre. Ey, Freunde, wirklich. Ich will auch so eine Obby haben. Weißt du, eine Obby, die dann heißt Entkomme aus dem Lami-Gefängnis. Ey, Leute, wenn es sowas geben würde, dann hätte ich auch gerne sowas hier mit einem Auto und diese ganzen Aktionen mit Brücke bauen. Und, wie bin ich jetzt hier runtergesprungen? Oh mein Gott, das war so schlecht. Egal, Freunde, hat keiner gesehen, Freunde, hat keiner gesehen. Wir haben alle gerade weggeguckt. So, zack und zack. Diesmal springe ich hier nicht runter. Und, okay, Freunde. Da vorne ist auch schon das Ende. Uiuiui. So. Und perfekt. Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin ziemlich begeistert von dieser Obby. Von solchen Obbys kann es auf jeden Fall noch viel mehr geben. Die spiele ich ziemlich, ziemlich gerne. Oha. Mit Trampolin? Hä? Das wird ja immer cooler hier. Alter, die Obby macht sehr, sehr viel Spaß. So. Und nicht im Ernst, oder? Okay, Freunde. Jetzt sollten wir es schaffen. Jetzt fallen wir auf jeden Fall nicht in diese Lücke da rein. Und... Komm schon. Ja, yeah, sehr gut. Oha, man kann sich hier nochmal in eine Spinne verwandeln und in einen Muskelprotz. Okay, Leute, hätte ich Baumax, dann hätte ich mir das auf jeden Fall gekauft. Aber ja, wie ihr wisst, habe ich leider keine Baumax mehr. Oh Mann, ey. Oh, was geht hier ab? Hä? Was passiert hier? Was ist das für ein Labor? Und was macht der denn hier? Ey, ich will dich retten, aber wie? Keine Ahnung. Oh Mann, Freunde, was passiert hier? Hä? Wer ist sie denn? Ein Roboter-Polizisten-Mädchen? Okay, Leute, es wird ziemlich, ziemlich gruselig hier. Ich gehe mal einfach weiter. Hä? Kopf platzieren? Wie, Kopf platzieren? Hä, wie? Was muss ich machen? Freunde, ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich machen soll. Moment mal, muss ich hier den Kopf abreißen von ihr? Hallo? Nee, oder? Hä, was soll ich machen, Freunde? Ah! Okay, Leute, ich glaube, ich muss hier lang. So, dann das hier holen. Und das muss ich dann hier platzieren. Oh mein Gott! Hä? Wie? Was? Hä, was ist denn jetzt passiert? Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, was wir machen sollten. Ich glaube, wir müssen nochmal diesen Eimer holen.
So, wir gehen mal dahin. Zack und zack. Hier, wir haben jetzt diesen Eimer. Aber Leute, das Polizeimädchen ist genau unter uns und ich weiß nicht, was wir jetzt mit ihr machen sollen. Alter, die hat einfach Laseraugen. Moment mal, Freunde. Ich glaube, die steckt fest, oder? Hallo? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Die hat mich schon wieder bekommen. Na toll, Freunde. Ich weiß echt nicht, was ich da unten machen soll. Muss ich diesen Eimer nehmen und dann hier unten einfach platzieren, oder was? Ah ja, ich glaube... Oh ja, Freunde, ich glaube, man muss es einfach hier platzieren. Komm schon. Nein, hä, warum geht das nicht? Was soll ich machen, Freunde? Oder, Moment mal, ich glaube... Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, hä? Ah, okay, Leute, irgendwie habe ich mit dem Eimer... Ah, den Roboter kaputt gemacht. Das war ein Wassereimer. Jetzt verstehe ich das Ganze. Oh mein Gott. Okay, Moment mal, hier ist der Kopf. Aha, okay, Leute, das ist echt cool gemacht. Aber ich war einfach zu, blöd für die Obby hier gerade. Naja, wie auch immer. Wir gehen hier einfach mal weiter. So, ein Automat. Oh, Cola oder Wasser? Natürlich Wasser, Freunde. Wir sind natürlich gesund und fallen erstmal runter. Perfekt. Okay, Freunde, hier ist es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wir müssen aufpassen. Und was geht da unten eigentlich ab? Hä? Das sind alles Roboter-Polizisten-Mädchen. Alter, okay, Freunde. Wir sollten mal lieber aufpassen. So, zack, hier rüber. Oh Gott, das war knapp. Zack, zack. Und, okay, Leute, das schaffen wir. Easy peasy. Ich glaube, da hinten sollte auch endlich auch schon das Ende sein, oder? Wir haben es noch nicht geschafft. Was geht denn hier ab? Das ist einfach ein Mutanten-Titan oder sowas. Alter, Moment. Ich glaube, wir können mit dieser Kanone den Titan da vorne abschießen. Aber dafür müssen wir erstmal hier durch die Tür gehen. Und hier... was ist das denn hier? Okay, hier müssen wir, glaube ich... so eine kleine Leiter nach oben bauen. So, reicht das schon aus? Komm schon, Räuberleiter. Sehr gut, Lami Army. Danke für die Räuberleiter. So, und okay, wir haben jetzt die Kugel. Dann gehen wir einmal hier nach unten. So, und... Tu die Kugel hier rein und schießen! Ja! Wir haben den Titan besiegt! Oh, warte mal. Hier gibt es ein Secret. Hä? Ein Secret! Oh. Toll. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Zombie-Trophäe erhalten. Muss ich hier lang? Ich glaube. Ja, doch. Okay. Hier lang. Und dann können wir hier einmal weiterlaufen. So, warte mal. Können wir hier lang? Durch die Tür? Nee, schade. Ich dachte, das wäre noch ein Secret. Aber Leute, ich muss wirklich sagen, auch mit den ganzen Secrets, das wurde hier echt, echt gut gemacht. So, und wir müssen hier den Knopf drücken. So, dann... Oh nein, jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen und nach da oben. Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, die Obby hat nichts anderes verdient, außer eine 10 von 10. Also schreibt gerne eure Meinung jetzt schon mal in die Kommentare. Wir sind ja immer noch nicht am Ende, aber ich glaube... So langsam sollten wir am Ende sein. Oh mein Gott, eine Rutsche? Girlslide oder Boyslide? Freunde, wir sind natürlich Jungs, deswegen gehen wir hier durch und let's go! Hä? Wo sind wir hier? Finde den Knopf. Okay. Hä, der springt einfach rückwärts, Seil? Okay, Profi, und was macht der hier? Yo, Alter, was ist denn mit dem los? Das ist einfach der Schulmobber als Baby. Alter, was? Okay. Mit dem will ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Ich meine, guckt euch mal seine Augenbrauen an. Jo, der sieht ziemlich gefährlich aus. Und der sieht einfach nur mega sus aus. Naja, wir springen einfach mal mit ihm Seil. So, und ja, let's go, Profis. Oh Mann. Wartet mal, wir müssen hier immer noch einen Knopf suchen. Knopf, hallo, bist du hier irgendwo? Müssen wir hier durch? Nee. Okay, Leute, ich sehe hier aber keinen Knopf. Obwohl, hier. Sehr gut, jetzt ist hier... Der Schacht aufgegangen und, ey Leute, das war's halt immer noch nicht. Ey, das kann nicht wahr sein, Leute. Wie lang geht noch diese Obby? Das ist ja mal richtig, richtig cool hier. So, einmal hier hoch. Okay, Leute, ich bin gespannt, wann das Ende kommt. Ich glaube, wir sollten aber jetzt endlich am Ende angekommen sein, oder nicht? So, einmal hier aufmachen. Und, was erwartet uns noch? Eine Sporthalle? Ein Gym? Moment mal, Freunde, ich muss in die Sporthalle. Oh mein Gott, was ist das denn? Ah! Okay, Leute, wir müssen doch nicht in die Sporthalle. Wir müssen ganz schnell hier weg. Und ciao, Muskelprotzmädchen. Hä? Irgendwie? Oh, ich erwarte Böses. Ich erwarte Böses. Nein, bitte fress mich nicht auf. Bitte fress mich nicht auf. Ah! Sie hat mich aufgefressen, oder? Hä? Nein? Doch nicht?
Oh, okay, Freunde, ich lebe noch. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen das hier aufheben und graben. Oha, lol, noch ein... Oh, toll, noch ein Secret. Moment, der schubst sich einfach da rein hier. Und zack. Ey, Leute, bin ich so schlecht oder was? So, zack, zack, zack. Und einmal hier rüber. Okay, noch ein Laser. Hä, Freunde, was ist das hier für ein Gang? Hä? Was ist das für ein Gang hier? Leute, habe ich gerade ein Secret gefunden? Ich habe gerade keine Ahnung, Leute. Oder muss ich hier durch? Ich glaube, ich weiß es nicht. So, einmal hier aufmachen. Hier ist gar nichts. Vielleicht hier in dieser Kiste? Hallo? Geh auf. Ja, das ist ein Schlüssel. Na los, geh auf und... Ja, okay, Freunde, wir haben den Schlüssel. Wir machen hier einmal auf. Und... Freunde, wir sind immer noch nicht am Ende. Wie lang geht bitte diese Obby, ey? Also, ich meine, die Obby kann auch ruhig noch 5 Jahre länger gehen. Ich meine, dann geht das Video einfach nur länger und ist cooler für euch. Aber ich frage mich schon, wann das Ende kommt, weil wir haben jetzt schon echt viel durchgemacht hier im Gefängnis und sind ganz, ganz viele Stages schon durchgelaufen. Was ist eigentlich hier los? Oh mein Gott, hä? Okay, Leute, diese Skelette dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren. Ich weiß auch nicht, warum hier so viele Skelette auf dem Boden liegen. Ziemlich süß, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, wir gehen mal hier durch. So, durch diese Höhle. Und Leute, ich bin wirklich neidisch auf diese Obby. Also jetzt mal wirklich, ich hätte gerne so eine Obby in der Lami-Version. Also falls es da draußen ein paar Profi-Spiele-Ersteller gibt, dann könnt ihr gerne auch so eine Obby für mich machen. Und dann würde ich sagen, gibt es bald ein Video, das heißt Ausbruch aus Lamis Gefängnis. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Und Moment mal, das sieht auch ziemlich cool aus. Oh mein Gott. Ja, Achterbahn, let's go, gib ihm. Oh mein Gott, wir machen ein Wheelie. Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig, langsam durch die Kurve. Und, oh, oh, hä? Nein, 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 was passiert hier? Autsch, okay, Freunde, ja, wir sind gestürzt. Autounfall, okay, ich lebe noch, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen mal hier raus und, okay, huh? Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Einfach so ein... Polizistenhund! Nein, ein Wachhund! Okay, Leute. Ich muss hier mal Trick 17 machen. Ich muss hier schön außen rum rumlaufen. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Okay, Freunde, ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott. Ey, Freunde, das ist gar nicht mal so einfach hier. So, oh oh. Oh oh. Oh oh. Ey, das habe ich auch noch nie gesehen bei so einer Obby. Mit Wachhunden einfach. Freunde, diese Obby bekommt eine 1 plus mit Sternchen. Und jetzt müssen wir noch mit dem Auto hier rumfahren. Oh mein Gott. Let's go, Freunde. Das macht echt Spaß. Oh, nein. Hä? Oh, okay. Wir leben noch. Alles gut, Freunde. Ah, wir können uns boosten. Oh mein Gott, hä? Okay, krass, Freunde. Damit hätte ich nicht gerechnet. So. Und, okay, hier brauchen wir keinen Boost. Aber, Freunde, wir setzen mal unseren Boost hier ein. Und noch weiter boosten. Komm schon. Da vorne ist, glaube ich, das Ende, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt erwartet uns einfach noch der finale Bosskampf. Ich glaube es nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen hier jetzt einfach rein und kämpfen gegen das Polizeimädchen, oder? Da steht auf jeden Fall, es ist eine Falle. Huh? Oh mein Gott, nein, 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 wir haben einfach einen Roboterkampf. Ich glaube es nicht. Was geht hier ab, Leute? Ja, komm her, du hast keine Chance gegen mich. Ey, Freunde, wie cool ist das bitte gemacht? Das habe ich ja noch nie erlebt. Einfach ein Roboterkampf gegen das Polizeimädchen hier. Aber, Freunde, das ist gar nicht mal so einfach, wenn ich ehrlich bin. Komm schon. Oh, oh. Oh, oh, na los, mein Freund. Oh, oh. Sie hat uns einfach down bekommen. Okay, Leute, zweiter Versuch. Dann wollen wir mal... Oh, oh. Okay, Leute, das ist echt nicht so einfach. Ich glaube, ich muss das hier von dieser Perspektive machen. Ich glaube, dann kann ich auf jeden Fall mehr Schaden machen und weniger Schaden einnehmen. So, komm schon, wir haben gleich die Hälfte. Das dauert echt lange. Die hat viel zu viel Leben. Also leicht ist es auf jeden Fall nicht, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Und guck mal, wie das aussieht, wie ich hier mit dem Roboter rumlaufe, ey. Ja, wir sollten uns mal lieber auf den Kampf konzentrieren hier. Komm schon, immer weiter draufhauen hier. Okay, 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 Freunde, es sieht ziemlich gut aus für uns. Mit meiner Taktik funktioniert das sehr, sehr gut. Aber Leute, ich glaube, wir gehen hier nochmal in den Nahkampf hier. Oh, nein, 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 ich glaube, das war keine gute Idee. Die macht uns ziemlich viel Schaden. Okay, Leute, ich glaube, wir haben sie gleich. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon, Freunde, wir haben sie jetzt, wir haben sie jetzt. Wir haben sie jetzt. Ja, yeah, easy peasy, lemon squeezy. Und weg ist sie. Oh, was passiert mit ihr? Hallo?
Okay, sie ist in den Himmel geflogen, sehr gut. Und damit, Freunde, haben wir jetzt die Obby gemeistert. Oh mein Gott, Helikopter, jetzt fliegen wir aus dem Gefängnis raus und wir haben es geschafft. Oh, Moment mal, wir fliegen jetzt noch da zu einem Schloss hin. Okay, Freunde, und hier ist auf jeden Fall das Ende. Let's go. Nur noch einmal landen und Freunde, wir sind angekommen. Und das Mädchen schreibt ja auch schon, ich warte schon vor lange. Ja, okay, sorry, nicht jeder so ein Profi wie du mit dem Lami-Cam, mit dem Lamis Döner-Merch. Natürlich bist du schon lange hier. Ich meine, jeder, der das Lami-Cape hat, ist halt einfach ein Obby-Profi. Zoe! Aber Freunde, wie gesagt, müsst ihr auf jeden Fall diese Obby in den Kommentaren bewerten. Von mir bekommt es natürlich eine 1 plus mit Sternchen. Eine 10 von 10 war diese Obby. Also Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Obbys suchen, die ähnlich aufgebaut sind, mit genauso vielen coolen Stages. Und dann seht ihr auf jeden Fall noch mehr coole Videos auf diesem Kanal. Aber Freunde, das ist auf jeden Fall mit diesem Video und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und Freunde, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig und Freunde, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken, das ist auch mega cool geworden und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder und ciao!